Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Space Engineers. Diesmal wieder mit Miragoli und Soka. Yeah. Und wir werden wieder attackiert von irgendwelchen Asteroiden. Jo. Du hattest ja alle nochmal nachgeladen, ne? Genau. Okay, also nachgeladen sind sie. Wir waren beim Bau unserer neuen Jäger. Und Jäger. Soka ist immer noch dabei und baut eine Treppe. So. Ja. Und die sieht gut aus, die läuft schon. Ich habe mich für ein paar kleine Änderungen entschieden an meinem Schiff. Ja. Gut, guck mal, dann, da funkelt der. Ja. Gut, dann, dann fange ich mal an. Ja. Und zwar, heute ist Donnerstag bei uns und das heißt neues Update und über das Update freue ich mich sogar. Tut er. Und zwar, ich erkläre erstmal das erste hier. Das sieht man im Platz nur bei meinem Kanal, ist ja egal. Und zwar bei der Krankenstation kann man jetzt hier richtig seine Farbe machen. Hier. Auswählen. Man kann richtig pink sein jetzt. Wow. Also richtig pink kann man jetzt sein. Ja, gut, ich wollte gern pink sein. Warte, ich bin lila, warte, ich muss mich pink machen. Ich muss mir noch ein bisschen was an meinem Schiff verändern, weil mir ist das aufgefallen. Es passt noch nicht so wirklich. Deswegen muss ich das noch ein kleines Stückchen erweitern. Ja, ich sehe schon, du holst dir hier erst baust du ran, jetzt holst du weg. Oh Gott, ich habe Angst, da ist ein Transvestit. Alter! Ich habe Angst. Ach, wie geil, ey. Oh yeah. Oh, guck mal, hier funkelt das irgendwie, ne? Guck mal. So. Was funkelt? Hier, bei mir. Wieso funkelt das bei dir? Sieht ja aus wie, weiß ich nicht, als würde ich hier irgendwie was lang gehen. Okay. Also irgendwie eine Schnur mit so einer Bombe hin oder so. Ah, okay. So, das nächste ist, was da neu hinzugekommen ist, damit wir bei dem Thema schnell durchkommen und schnell bleiben. Und zwar bei Kreativmode war es ja so, dass man auch die Gegenstände kopieren konnte. Aber wenn man zum Beispiel ein Auto gebaut hatte, hat man nie die Räder mit kopiert, weil die an Motor dran gebaut wurden. Und das ist jetzt behoben oder jetzt gemacht worden, dass jetzt alles mit kopiert wird, auch wenn es an Motor dran ist. Das ist eine tolle Erweiterung, finde ich. Oh. So. Ist nicht gut. Ich habe Angst, Ach, die Geschütze machen das schon. Jo, ich hatte auch ein Standbild, aber ey, das ist krass, das ist echt heftig. So. Ja, die Kometen haben es in sich. Das nächste ist, wir haben jetzt eigentlich einen Passagierstuhl. Das heißt, man kann die an kleine Schiffe und an großen Schiffen anbringen. Das heißt, man muss jetzt nicht immer ein Cockpit ranbauen. Das ist genial. Man kann auch einfach so Leute mitnehmen. Genau. So, was war das ziemlich, andere? Was ein ziemlicher Vorteil ist. Ja. Das war's eigentlich, glaube ich, schon, oder? Ach nee, stimmt nicht. Ja, blöd zu erklären. Aber dafür muss ich kurz in den Hangar rein. Warum? Was ist im Hangar? Mining Schiff, oder? Ja. Ach so, okay. Na, da muss ich ja jetzt hier hinten diese komische Teil da erklären. Diesen Auswerfer. Ich glaube, ich muss hier hinten noch ein. So. Und zwar diesen Auswerfer, wenn man jetzt diesen Auswerfer hier an einer großen Base hingebaut hat. Und man fliegt nah genug ran, verbinden sie sich und du kannst auf das ganze Lager zugreifen und automatisch wird es ins Lager reingeschoben. Genial. So, das war's eigentlich schon von den Updates. Dieser Auswerfer meinst du? Ja, diesen runden Auswerfer, den wir da hinten ran haben an unser Mining-Schiff. Und wenn man das jetzt hier zum Beispiel oben, wir haben ja hier so ein Einspuckloch, der alles einsammelt, ne? Und wenn man das jetzt könnte man ja eigentlich dann abmontieren, ne? Genau, und einen Auswerfer einfach nur ranbatschen. Das heißt, wir müssen wieder alles updaten. Ja. Wir müssen unsere Welt wieder komplett umbauen, wegen dem Update. Ja, wir müssen up to date bleiben hier. Ja, sehr. Also wie ich hier, ich bin Model. Ja. Ja. Ein pinkes Model. Ja. So, ich werde mich mal weiter hier dran setzen an mein schönes schnuckligen Jäger. Ja, wo ich nicht mehr weiß, wo ich letztens stehen geblieben bin und keinen Plan mehr habe davon. Das waren auf jeden Fall die Updates. Naja, passt schon, passt schon.
Bin mal gespannt, wie das nachher aussieht, wenn mein Schiff fertig ist. Es wird natürlich nicht 1:1 nachzubauen sein, wie ich mir das vorstelle, aber wenn es nur annähernd so gut aussieht, dann bin ich damit zufrieden. Ich meine, es hat ja jetzt schon viele Namen bekommen. Das Schiff. Was machst du das, Hooker? Ein Freund, Hans. Musst du nicht eigentlich eine Treppe bauen? Ich mach mich kurz warm hier. Bei Gymnastikübung. Bau deine Treppe. Ich wünsche dir auch deinem Schiff hier alles Glück hier, ne? So ein kleiner Freudentanz hier, so ein Glückstanz. Naja. Einmal im Kreis herum. Der wird auf jeden Fall eine richtig dicke Panzerung kriegen, also von daher. Der Bohrer in die Luft. Achso, stimmt, das hatten wir hier gemacht. Tap. Was hatten wir gemacht? Huch. Hier mit meinem Schiffchen. Das von Automatik selber sich zusammenbastelt. Mhm. So. Bin mal gespannt, wie das nachher alles hier funktioniert, ey. Aber ich muss sagen, das Spiel entwickelt sich wirklich. Also ich bin eigentlich voll stolz auf das Spiel. Ja. Hat auf jeden Fall interessante Tools, muss ich sagen. Ich bereue es nicht. Nee. Mir das Spiel besorgt zu haben. Das stimmt wohl. Oh, du hast das Spiel dir besorgt, ja. Aber wie? Oh. Nein, also ich auch nicht. Also ich bin froh, dass ich mir das Spiel gekauft habe, ganz im Ernst. Ja. Sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall. Ich bin noch überlegen, wie ich das Schiff so sicher wie möglich bauen kann. Also ich habe nämlich keinen Bock, dass wenn ich dann nur das erste Mal damit losfliege, direkt abgeballert werde oder so. Ach Quatsch. Das passiert schon nicht. Außer du kannst nicht fliegen. Ach ja, stimmt, da kannst du eh nicht. Hm. Noch nicht, nein. Hm. Du konntest oder wie? Hm? Du konntest es mal oder wie? Was? Fliegen? Ja. Ja. Aha. Wir müssen hier immer meinen, hä? Huh? Ja, du machst es doch von dir aus. Das stimmt. Also. Wie er unter seinem Schiff liegt, ey. Ja, ich muss ja hier irgendwie unten ran, ey. Ja. Okay, das hat sich... Ah, egal. Dein Schiff ist sogar schon fast fertig, oder? Meins? Nicht? Nee. Okay. Nee. Ich dachte, weil Waffen sind schon dran und alles. Deswegen das dachte ich... Das erste sein. Natürlich. Hallo? wie mache ich das denn am dümmsten? Indem du Alter 4 drückst. Am dümmsten geht's, wenn du es dümmerer machst. Sehr schlaue Anmerkung. Wisst ihr, was ich gerade checke? Ich checke gerade, dass ich, glaube ich, was falsch gebaut habe, glaube ich. Moment mal. Wenn das hier... Was checkst du denn? Meine Leiste ist. Dann müsste... geradeaus durch. Shit. Was ist jetzt hier schief gelaufen? Wer fragst du noch? Verdammt, ich hab irgendwas... Ich bin heute voll gehässig, kann's sein? Ich hab irgendwas falsch gemacht, ich weiß noch nicht was. So, Moment. Hast du einen Klick in der Optik, oder? Ich glaube auch gerade. Ich weiß es, obwohl ich noch nicht mal hingeguckt hab. Wo habe ich denn jetzt das Steinchen vergessen? Wieso Steinchen vergessen? Naja, weil... Hier meine gerade Fläche ist auf der anderen Seite. Alter, das hört sich an. Überall wird geschweißt, ey. Meine Güte. Das sind 3 Steine, das sind 2 Steine. Oder wie viel sind das denn hier? 1, 2, 3, ja.
kann ja nicht eher so faul sein wie du. Ach, Quatsch. 1, 2. 1, 2. Ich glaube, ich lasse mein Schiff so, ja. Wo habe ich denn? Wo habe ich den Fehler gemacht? Warte mal, hier sind zwei. Da sind zwei. Ein nach oben, ein nach links, ein nach oben. Wieso? Wo fehlt mir der Stein? Ich muss irgendwie, muss ich hier was, was falsch gebaut haben. Der war gut. Mir fehlt ein Stein. Ja. Klar, dass du das wieder lustig findest. Du kennst mich. Theoretisch müsste ich... Ah, okay, 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 okay. Na toll, er hat's gefunden, ey. Ich glaube, ja. Ich bin mir noch nicht so sicher. So, das heißt, ich müsste hier noch einen hinbauen. Da noch einen hinbauen. Da noch einen hin. Da. Und da. So. Das ist einer zu viel. Ah. So, jetzt passt's wieder. Ich hatte schon Angst, ich mache hier was falsch. Wir wollen ja natürlich alles symmetrisch bauen hier, ne? Nee. Das muss natürlich nachher auch gut aussehen hier. Also ja. Ich hab schon wieder. Ich hab keinen Ingame-Sound gerade irgendwie. Ah, kenn ich. Also das ist auf jeden Fall ein neuer Bug, muss ich sagen. Ingame-Sound fehlt. Ja, aber das ist mir im Endeffekt egal. Ach, das liegt einfach nur an meinem PC. Ach, Quatsch. Muss ich den Reaktor eigentlich mit irgendwas verbinden? Nö, ich muss den nur irgendwo draufklatschen, ne? Du solltest den Reaktor so hin platzieren, dass du da rankommst, ja. Du kannst es auch mit dem Speicher verbinden, dann kriegt er sein Uran ganz automatisch. Wollte ich gerade sagen, das würde nämlich auch noch funktionieren. Geht da oben schon wieder ab? Weltuntergang oder was? Hilfe. Ah, wenn die Mitte kommt, nichts hin. Also, das sind nur die meistens, die rechts und links vorbeifliegen. Ja, der Mira knutscht da gerne rum, so ein bisschen. Aua. Oh Gott. Bin schon wieder runtergefallen. So. Ah, du knutscht gern die Asteroiden. Ja, aber hallo. Mach ich das hier hin oder noch einen nach vorne? Ne, ich mach das. Ja, dann wird's auch Zeit, dass wir mal bald so ein Warp-Teil. Ey, ich stell dir unsere Base schon so episch vor, ist so. Ich brauche interne Panzerung, Computer. Die wird richtig episch sein, ja. Motor. Wir jetzt Scheiße organisieren hier. So. So, ich brauche Motor. So, interne Panzerung brauche ich. Ich habe schon euch mal gesagt, dass es genial ist, wenn man eine 17-Tasten-Maus hat, ey. Nee. Hast du schon zu oft gesagt. Das höre ich zum ersten Mal. Echt? Ja. Ich freue mich, dass ich eine 17-Tasten-Maus habe, ey. Das ist bei MMOs zum Beispiel extrem geil. Naja, ich höre schon da gar nicht mehr hin, ne? So. Wollen wir doch nicht mal rumknausern, nehmen wir direkt alles mit hier. Was haben wir noch? Motor brauche ich auch. Was ist das? Irgendwie erinnert mich das Schiff an ein bestimmtes Spiel, glaube ich. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Am Film. Pac-Man. Nein. Nee. Nicht das Schiff. Meins. Tröstlich. Oh, Anzeige, Herstellungskomponenten brauche ich auch noch. Wo haben wir die? Da haben wir sie. Hey Piglo. Ah. Hast du schon mal gesagt, dass du dich schwanger anhörst? Ist schwanger? Kommst du darauf jetzt? Ich weiß es nicht. Computer, 100 Stück. Kann ich verarschen? Ja. Computer. Anzeige.
Wollen wir den Computer? Leute. Computer haben wir noch, ne? Ach Quatsch, natürlich. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie viel brauche ich denn? 100! Weißt du, was 100 ich witzig finden würde? Was denn? Wenn jetzt. Ich muss mal kurz nachgucken. So ein Asteroid. Meteor. Bei uns einschlagen würde auf dem Schiff. Und das Schiff wieder komplett neu gebaut werden müsste. Anzeige. Ich das fände ich knallt. Überhaupt nicht lustig hier. Ich hoffe, es knallt bei dir ein. Mhm. Er wünscht dir echt nur das Gute, ne? Ja, ich merke das schon. Na, irgendwie Anzeige. Bin ich heute in der Laune, so ein bisschen so... gehässig zu sein. Ja. Du hast es erraten. Mhm. Die Waffen sind schon wieder runter auf 25, ey. Ja, so oft wie die auch hier schießen. Ja, Perverus, ne? Ja, das stimmt schon. Yeah, Zuckung, Zuckung. Oh, yeah, yeah. Okay, sieht man nur auf meinem Kanal. Würde ich nicht sagen, ich stehe neben dir. So. Sack. Jawohl. Bauen wir nochmal das Cockpit fertig. Oh, jetzt kommen erst immer die wichtigsten Sachen da rein, damit ich sehe, wonach ich nachher bauen muss. Wie findest du eigentlich mein Schiffchen? Ein bisschen... Alter! Was ist das? Ich weiß nicht. Dein Ebenbild. Oh, halt die Klappe. Pass auf, wenn ich mit dir die Schiffle? Dich abrasiere. Was ein Dutsch hier, ey. Warten, wirst du zur Schwuppele oder was? Aber richtig, ich bin doch schon pink. So machen, dass ich da rankomme, sagt er. Die gelbe Flächen sind doch da, wo nachher die Rohre drankommen, ne? Beim Reaktor, oder? Was? Naja, die gelben Flächen, also diese gelben Türen da. Da kommt doch nachher diese Förderbänder ran, ne? Diese gelben Flächen auf dem Motor sind doch da, wo nachher die Kanäle rankommen, die Förderbänder, um von einem Hauptspeicher das Uran automatisch in den Kern zu packen. Richtig? Ja. BTF. Ja, denk schon, ne? So. BTF, Alter. BTF. Ja, du machst das schon, ja. Mhm, du mich auch. Ich glaube, durch Rache werde ich hier gleich von so Asteroiden, Meteor abgeknallt. Ihr habt euch doch richtig lieb. Zum Reaktorkern. Was? Wir lieben uns nicht, nein. Ich hab nichts von lieben gesagt, ich hab gesagt, ihr habt euch lieb. Ja, wir haten uns. Total. Backklicko bekommt immer von mir die Dislikes. Ja, das glaube ich dir aufs Wort, ey. Du bist so eine Arsch, ey. Cool. Hört mir. Hä, wieso komme ich da jetzt nicht mehr ran? Weil du zu klein bist. Ich da nicht. Stup. So, ich brauche Reaktorkomponenten. Haben wir da bestimmt irgendwo rumliegen. Ach Quatsch, nein. Reaktorkomponenten. Teilgerüst. So, Jetpack. Ja, ach ja. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich das mit. Crazy finde? Was findest du crazy? Dass ich hier gerade große Schallrohrschere mehr habe hier. Witzig. Danke. So, was brauche ich noch? Reaktorkomponenten. Nimm mal nochmal die Rohre raus, ne? Hast du gerade große Rohre hingepackt? Nein. Achso, okay. Schade. Wieso habe ich große Rohre bei mir im Rucksack? Nein, hast du nicht. Doch, habe ich. Wieso habe ich die im Rucksack? Ich weiß es nicht. Was hast du gemacht? Weiß ich doch nicht. Ja. So. Sehr verdächtig. Quatsch! Ja? Wieso fehlen mir jetzt Reaktorkomponenten? Oh. Was ist hier ausgesucht?
Die wurden hier entwendet. Da war auch 4 Stück Filme nur. Samira? Nein! Alles schick, oder? Ich weiß nicht. Wieso kommt ihr immer nur auf mich, Mann? Leute, helft mir doch mal. Hatet ihn, ey. Nein, das würden die niemals tun. Ja, mich haten, wa? Das machen sie schon standardmäßig, glaube ich. Kann ich mir jetzt 63 mit, ist mir scheißegal. Ach, scheiße. Warte mal. 3. So, bauen wir mal den Reaktor fertig hier. Ist ja mein Kern. Aber wenn ich jetzt hier hinter einfach so ein Lager klatsche, ne? Nee. Wieso ist denn das so klein? Weil du es so ausgesucht hast. Ist das überhaupt das Lager? Fehlt mir denn jetzt noch? Hier, mittlerer Frachter. Frachtcontainer klein. Tatsache, das ist der. Warum ist der das? Mittlerer Frachtcontainer. Hä? Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Warte mal. Moment mal. Wenn ich den Frachtcontainer so anbaue, dass er mit dem gelben Viereck an dem Reaktor mit dem gelben Viereck ist. Ja. Geht das? Warte. Guck's mir gleich bei dir an. Ja, bevor ich es hinbaue, bitte. Ach so. Also nochmal. Also ich habe jetzt hier das mittlere Frachtcontainer und ich möchte den. Ja, du siehst hier das gelbe Viereck. Ja. Und das, das Teil, was du da gerade hast, knutscht das Viereck hier, ja? Also das Viereck von dem Teil knutscht das Viereck von dem anderen. Ja, dann ist das richtig. Ja? Ja. Okay. Obwohl? Ja. Egal. Ich baue das Ding jetzt fertig. Okay. Ich hoffe, unsere Schiffe haben genug Antrieb, ja? Also du bist ja noch gar nicht so weit, naja. Ne, noch lange nicht. So. Muss ich erstmal gucken. Von wo ich da rankomme. Komme ich von hier eigentlich schon ran? Das ist gut. Das ist gut. So. So. Kleines Triebwerk. So, hier werde ich einen großen Reaktor reinballern, glaube ich. Muss den irgendwie umdrehen. So. Ich denke mal, ich werde hier. Oder da? Nein, ich denke hier. Da. Und da. Also da 1, 2. 1, 2. Also hier. Und da. Ja, was denn? Ich muss hier planen. Ich muss das hier voll planen, ey. Nee, ich find's witzig, wie Blackie das alles plant, ey. Wie das aussieht, sagt man. Wieso machst du da kleine hin? Wieso nicht? Aber hier, ja. Ist der große dran oder was? Ja, aber hallo, muss ja ein Antrieb da sein. Kommst ja nicht vorwärts. Meinst du die kleinen. Meinst du? Ja. Aber viel kleinere sehen doch geiler aus als. Die großen. Dann dauert es aber, bis du wenden kannst und so was. Ja. Ja, ist ja gut. Hat er recht. Ich okay. Weiß. Bauen wir großes Triebwerk. Aber wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ach, sei ruhig, Mann. Wir machen Überlänge. Wir machen Überlänge? Nein. Boah, Alter. Das ist aber schon Weil groß. Jetzt hast du die Freude verdorben, Mensch. Ja, na. Einer muss der Spielverderber hier sein, ha? Ja. Dass du es warst, war mir klar.
Ja, natürlich. Du kennst mich. Also ja, leider oder Gottes. So, sicher kenne ich, den, ey. So. Bauen wir erstmal hier die Dinger fertig. So langsam wird das. Ja, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und haut rein und schaltet bloß nicht beim nächsten Mal ein. Nein, Spaß. Beehrt uns bald wieder und so. Und so. Das hat sich angehört, ey, wisst ihr? Wieso? Boah. Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich hab doch alles richtig gemacht. Nein, hast du nicht. Na klar, sehr. Nein, du machst alles falsch, nein. Sagst du. Sehr ruhig. ihr seid doof. Beim nächsten Mal werdet ihr uns auf jeden Fall wieder bei dem Bau unseres Schiffes, unserer Schiffe, wieder begleiten. Ja. Wahrscheinlich. Ihr armen Schweine. Ja. Okay. Haut rein, Leute. Ciao. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und tschüss.